Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video in meinem Adventskalender. Heute möchte ich, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gelesen habt, euch die Bücher zeigen, die ich 2018 angefangen habe. Die Bücher sind allerdings nur bis November gelistet. Da ich das Video im November schon vordrehe, damit ich im Dezember nicht so viel Stress habe, sind die Bücher, die ich im Dezember anfangen werde, eben nicht mit dabei. Das werden wahrscheinlich auch noch so 2, 3 Reihen werden, die ich anfangen werde. Aber das werdet ihr dann einfach sehen und ich glaube, das ist jetzt nicht so extrem schlimm, weil das Video wird wahrscheinlich schon so länger, weil ich schon sehr viele Reihen dieses Jahr angefangen habe. Passend dazu wird es auch in den nächsten Tagen, oder vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich weiß nicht genau, wie ich die Videos in der Reihenfolge online stellen werde, ein Video sehen mit den Reihen, die ich 2018 beendet habe. Und es wird noch ein Video kommen mit den Reihen, die ich 2019 beenden möchte. Es gibt aber allerdings auch sehr viele Reihen, die ich auf dem aktuellen Stand gelesen habe und jetzt aber auch noch im Dezember lesen werde. Die Reihen werdet ihr wahrscheinlich dann im nächsten Video sehen, wenn es dann eine Trilogie ist und ich den zweiten Band dieses Jahr noch gelesen habe oder lesen werde und nächstes Jahr dann den dritten Band lese. Ich denke, ihr werdet das Ganze dann verstehen. Ich werde auch immer ein kleines bisschen was dazu sagen, aber nicht so extrem viel. Insgesamt habe ich jetzt in den 11 Monaten 21 Reihen angefangen. Ich kann auch gleich vorneweg sagen, ich habe mehr Reihen angefangen, als ich beendet habe in diesem Jahr. Ich möchte ja auch wieder, nein, dazu möchte ich eigentlich gar nichts sagen, denn es wird noch ein Video online kommen oder vielleicht ist es auch schon online. Dazu kommen die für die Ziele, die ich für 2019 habe. Deswegen möchte ich jetzt vorneweg gar nicht so viel sagen. Aber 2018 wollte ich einige Reihen beenden oder wenigstens soweit lesen bis zu dem aktuellen Buch, dass ich so langsam einfach die Reihen vollständigen kann, beenden kann, weil ich ja auch, wie ihr jetzt merkt, sehr viele Reihen anfange immer wieder und mir das auch unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ich sehr vielfältig lese und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem kompletten Video, damit es nicht noch länger wird. Einige Bücher werde ich euch zeigen, andere werde ich euch wie gehabt einblenden, aber das kennt ihr ja schon von mir. Den Anfang macht eine Trilogie, da habe ich jeden Monat ein Buch gelesen, wenn ich mich nicht täusche, aber wie gesagt, wenn ich die Reihe beendet habe, werdet ihr es auch noch in einem anderen Video sehen. Auf jeden Fall spreche ich von der Zeitenzauber-Trilogie von Eva Völler. Da habe ich mit dem ersten Buch im Januar angefangen und was soll ich dazu noch großartig sagen? Eine schöne Trilogie, die mir echt gut gefallen hat. Der dritte Band, der am dicksten ist, hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber an sich eine sehr, sehr schöne Trilogie. Auch für jüngere Leser sehr gut geeignet. Und auch die Timeschool-Reihe spielt ja auch wieder ein bisschen in diesem Universum, die auch übrigens sehr, sehr gut ist. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, sonst würden sie hier nicht mehr stehen, weil einige Reihen, die ich jetzt nicht so gut fand, da werde ich euch die Cover einblenden. Ich werde es aber euch auch dazu sagen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Trilogie, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Weiter geht es mit einer, heißt das Pentalogie? Auf jeden Fall einer Reihe mit 5 Büchern. Und zwar Lockwood und Co. Die Bücher kann ich euch allerdings auch nicht zeigen. Den ersten Band hatte ich zwar da gehabt, aber die Folgebände hatte ich nicht hier gehabt, weil ich mir die immer in der Bibliothek ausgeliehen habe. Daher habe ich den ersten Band auch weggegeben und außerdem habe ich sowieso nicht so arg viel Platz, wie ihr schon in meiner Bookshelf-Tour gesehen habt, verlinke ich euch hier oben im i, dass ich alle Bücher hier behalten kann. Auf jeden Fall habe ich auch im Januar angefangen. Wann ich sie beendet habe, weiß ich nicht. Ich habe nämlich die ganze Reihe schon gelesen, so viel kann ich sagen. Ja, eine sehr, sehr schöne Reihe, die mir wirklich gut gefallen hat. Ist übrigens geschrieben von Jonathan Stroud, falls ich es nicht dazu gesagt habe. Wie gesagt, eine sehr schöne Reihe, die mir unglaublich gut gefallen hat. Sie hatte so ein paar Mängel immer mal wieder gehabt, aber grundsätzlich eine 4-Sterne-Reihe, würde ich sagen. Die hat mir wirklich gut gefallen. Sie war jetzt nicht gruselig, weil sie auch eben wieder für jüngere Leser gedacht ist. Aber ich hatte sehr schöne Lesestunden mit ihr gehabt und habe mich einfach in den Büchern sehr wohl gefühlt und war auch immer relativ flott durch. Dann habe ich eine Reihe angefangen, da habe ich das Buch mir irgendwann mal gekauft, weil mich das Cover irgendwie angesprochen hat und der Klappentext auch. Es ist, glaube ich, eine Trilogie, geschrieben von Tara Sivek, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe das Buch nämlich auch nicht hier. Es ist die Chocolate Lovers Trilogie. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der erste Band heißt. Der war auf jeden Fall schwarz-gelb gestreift. Oder schwarz-weiß-gelb gestreift. Auf jeden Fall war das die Farbe gelb. Kiss Me Stupid hieß es, glaube ich, genau. Ein Buch, was ich ganz gut fand. Es war okay, es war auf jeden Fall nett für zwischendurch. Ich werde mir auf jeden Fall die nächsten 2 Bände auch noch demnächst vornehmen und die Reihe einfach beenden, weil ich ja eine sehr schöne, lockere Geschichte einfach lesen möchte. Dann sind die Bücher sehr, sehr gut.
Sie sind teilweise ein bisschen vulgär geschrieben, aber an sich eine sehr schöne, ja, ich kann ja nur vom ersten Band reden. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Auftakt, der mir gut gefallen hat, der mir schöne Lesestunden beschert hat, mit dem ich ja sehr viel Spaß hatte. Auch noch gelesen im Januar. Direkt Anfang Februar habe ich gelesen die, es ist die Fridget-Dilogie von Jennifer L. Armentrout. Ich glaube, sie hat das Ganze unter dem Pseudonym Jalynn geschrieben. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, ich habe Fridget und Scorch direkt hintereinander gelesen, glaube ich. War okay. Ich habe mir was anderes erhofft, weil die Autorin ja doch schon sehr gehypt ist und sehr in den Himmel gelobt wird. Aber die Reihe oder die Dilogie hat einigen nicht ganz so gut gefallen. Daher war ich jetzt auch nicht so enttäuscht. Aber ich habe doch irgendwie was, ja, Spannenderes erwartet. Oder ja, es war auf jeden Fall wieder ein Liebesroman. Oder Liebesromane. Ich fand sie okay, für zwischendurch auf jeden Fall ganz nett, muss man aber nicht zwingend gelesen haben. Auch eine komplette Trilogie habe ich im Februar angefangen, nicht gelesen, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Aber angefangen habe ich zumindest mit dem ersten Band, und zwar der Sarantium-Trilogie von Lara Morgan. Das Ganze habe ich als Rezensionsexemplare zugeschickt, ist übrigens unter dem Namen Der Herr der Drache 2009 schon erschienen. Mit ja, anderem Cover und anderem Titel und jetzt eben neu auferlegt mit Sarantium, die Zwillinge, die Götter, ist auf jeden Fall der dritte und der zweite, die Verräter, genau. Die Zwillinge, die Verräter und die Götter. Wunderschöne Cover, sie sehen unglaublich hübsch nebeneinander aus im Bücherregal, aber die Buchrücken einfach so ein kleines Bild ergeben. Meine erste Drachengeschichte, die ich gelesen habe. Eine gute Trilogie. Sie konnte mich jetzt nicht zu 100% überzeugen. Vielleicht liegt es auch einfach an den Drachen. Vielleicht sind Drachengeschichten jetzt nicht ganz so arg was für mich. Aber ich hatte mit dem Buch so ein paar Probleme gehabt, einfach, die ich auch in meinen Lesemonaten und Rezensionen angesprochen habe. Wenn euch das interessiert, sucht einfach da auf meinem Blog nach den Rezensionen. Ich spoilere da übrigens auch nicht so arg und wenn, dann schreibe ich es auch dazu. Eine gute Trilogie, die vielleicht was für Drachen oder ja, wo man einfach schauen muss, ob das für jemanden was ist. Vielleicht einfach mal die Leseprobe lesen und dann herausfinden, ob das geeignet ist. Ich fand sie okay. Ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Im März habe ich dann ja, eigentlich ist es eine Trilogie gewesen. Es gibt aber insgesamt 5 Bände davon. Die Trilogie ist erzählt aus der weiblichen Sicht und dann der 4. Band ist erzählt die Trilogie aus der männlichen Sicht und der 5. Band ist ein Buch zu 2 Charakteren aus der Trilogie. Stellvertretend kann ich euch hier den 4. Band zeigen, den ich tatsächlich noch nicht gelesen habe. Das ist der einzige, der ich aus der Reihe nicht gelesen habe, den ich aber unbedingt noch dieses Jahr lesen möchte, am besten jetzt im November. Es ist auf jeden Fall eine gute Trilogie. Die Bücher haben alle so 600, 700 Seiten, irgendwo so dazwischen. Lässt sich aber unglaublich schnell lesen. Es sind Bücher, die haben auch so ihre Längen einfach, weil sie eben so dick sind. Aber sie können mich oder konnten mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Ich hatte sehr schöne Lesestunden. Ich hatte sie übrigens auch immer unglaublich schnell durch, in so 3, 4 Tagen. Manche auch in 2. Ich glaube, das sagt schon sehr viel über sich aus. Ich hoffe, dass ich das Buch auch noch gelesen bekomme. Dann habe ich die komplette Reihe nämlich auch beendet. Und im März habe ich auch noch eine weitere Trilogie angefangen. Und zwar kam, ich glaube, auch im März sogar das erste Buch raus. Und zwar von der Maxton Hall Trilogie, Save Me von Mona Kasten. Ich finde die Cover unglaublich schön. Ich habe hier den 3. Band einmal, es spiegelt ein bisschen. Ich finde die unglaublich schön. Mona Kastens Schreibstil mag ich auch sehr gerne. Den mochte ich auch jetzt hier in der Trilogie sehr gerne. Die Geschichte an sich fand ich auch eigentlich gut, konnte mich auf jeden Fall unterhalten, aber die Gen-Reihe war für mich einfach besser und interessanter. Aber ich mochte die Charaktere hier drin sehr, sehr gerne, weil die einfach sehr unterschiedlich sind. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Reihe. Ich habe die Bücher auch alle sehr schnell durchgelesen gehabt, weil es einfach sehr lockere Geschichten sind. New Adult, wenn ich mich nicht täusche, ich habe keine Ahnung, was da überall der Unterschied ist. Kann ich aber auf jeden Fall, muss man gucken, ob das für jemanden ist. Vielleicht auch einfach die Leseprobe mal lesen und schauen, ob man das denn gerne mag. Im April habe ich dann keine neue Reihe angefangen, dafür dann aber im Mai eine, und zwar The Ivy Years von Serena Bowen. Ich habe im vergangenen Jahr schon die Vermont-Reihe angefangen von Serena Bowen, die mir unglaublich gut gefallen hat. Und The Ivy Years hat mich auch irgendwie angesprochen, erstens vom Cover her und zweitens, weil ich die Vermont-Reihe schon sehr gerne mochte, also True North.
Deswegen wollte ich auch The Ivy Years lesen. Der erste Band habe ich bis jetzt ja auch nur gelesen. Und der gefällt mir ganz gut. Also die ersten zwei Drittel gefallen mir ganz gut. Danach geht es mir einfach so schnell. Das Ganze habe ich aber auch in meinem Lesemonat und auch in meiner Rezension geschrieben. Ich bin auf jeden Fall auf die nächsten Bände gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände da jetzt noch erscheinen und erschienen sind. Und wie auch immer, der Reihe möchte ich mich auf jeden Fall auch 2019 widmen, weil ich Serena Bone einfach sehr gerne mag. Im Juni habe ich dann auch wieder zwei Reihen angefangen. Eine davon ist die Time School Trilogie von Eva Völler. Die Reihe hat mich schon angesprochen, als der erste Band rauskam. Ich habe hier stellvertretend den dritten Band, weil ich den ersten und zweiten Band gar nicht hier habe. Ja, genau. Ich habe ja im Januar die Zeitenzauber-Trilogie angefangen und wollte die aber vor der Time School-Reihe noch lesen. Man muss es nicht unbedingt, bietet sich aber ganz gut an, weil es eben im gleichen Universum spielt. Nachdem ich dann die Zeitenzauber-Trilogie gelesen habe, wollte ich auf jeden Fall dann die Time School-Reihe lesen. Den ersten und zweiten Band habe ich mir in der Bibliothek als E-Book ausgeliehen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das war so. Und beim dritten Band hier bei Auf Ewig Uns durfte ich bei einer Leserunde mitmachen. Mir hat die Trilogie wieder sehr gut gefallen. Der erste Band war nicht ganz so mein Fall und ab dem zweiten und den dritten fand ich auch wieder sehr, sehr gut. Auf jeden Fall lesenswert. Wem die Zeitenzauber-Trilogie gefallen hat, wird auch die Timeskull-Reihe wieder gefallen, weil es eben sehr ähnlich ist. Ja, nur dass unsere Protagonisten eben einfach ein bisschen älter sind. Ich kann schon mal so viel sagen. Anna ist ja, in dem Buch hier zumindest 25. Sagte zumindest Eva Völler. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer die Zeitenzauber-Trilogie gelesen hat und der gefallen hat, kann sich auf jeden Fall auch die Timeskull-Reihe mal anschauen, weil die auch einfach sehr gelungen ist. Dann habe ich stellvertretend wieder einen zweiten Band hier und zwar der New York Diaries-Reihe. Es sind vier Bücher, die da erscheinen werden. Und zwar von zwei Autorinnen: einmal von Annie Taylor und einmal von Carrie Price. Das sind beides Pseudonyme. Das ist jetzt weiter Band Sarah, geschrieben von Carrie Price. Ich meine, das ist der Synonym von Adriana Popescu, genau. Was habe ich gesagt? Ellie Taylor ist Pseudonym von Anne Freitag. Den zweiten Band habe ich noch nicht gelesen, aber den ersten Band habe ich gelesen, übrigens auch im Juni angefangen. Eine Reihe, die sich sehr schnell weglesen lässt, zumindest der erste Band, die sich sehr schnell weglesen. Ich glaube, das Buch auch, es hat keine 350 Seiten. Sehr lockere Geschichten auf jeden Fall, zumindest der erste Band war sehr locker geschrieben, hat mir okay gefallen, war nicht ganz so mein Fall. Ich mag es, dass die Protagonisten hier schon mal älter sind, die sind so Anfang 30, zumindest im ersten Band, die war Anfang 30, ich weiß nicht, wie alt die hier sind. Im ersten Band ging es um Claire, im zweiten um Sarah, im dritten um Phoebe und im vierten um Zoe. Ja, war gut, war für zwischendrin auf jeden Fall ganz nett, konnte mich unterhalten, hat mich zwar jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber ich mochte es trotzdem irgendwie gerne und die Cover haben mich einfach angesprochen, deswegen ist auch der zweite Band hier eingezogen als Mängelexemplar. Genau, ich habe nämlich den ersten Band auch schon als Mängelexemplar gekauft. Muss man nicht unbedingt gelesen haben, ist aber auf jeden Fall ganz nett. Den Juli habe ich dann wieder übersprungen mit einem reinen Anfang. Dafür habe ich dann im August mit Dark Palace von Rick James angefangen. Das ist eine Trilogie. Ich meine, die nächsten zwei Bände werden irgendwann im nächsten Jahr, also 2019, erscheinen. Ja, der Reihenstart hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte unglaublich viel Spaß beim Lesen. Gelesen habe ich das Ganze in einer, ja, Leserunde auf Lovely Books. Da habe ich das nämlich gewonnen. Und ich bin sehr froh darüber. Das Cover ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber die Geschichte ist unglaublich gut. Zu den Klappentexten werde ich, wie gesagt, nicht. Ich habe es, glaube ich, gar nicht gesagt, aber werde ich nicht sagen. Die Bücher sind nämlich alle in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr euch damit den ersten Band anschauen. Ja, ich mochte die Reihe sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf die Folgebände und empfehlenswert. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Im September habe ich gleich sieben Reihen angefangen. Das war aber auch so mein lesereichster Monat mit dem März und dem Oktober zusammen. Die Bücher kann ich euch alle nicht zeigen, weil das alles E-Books sind oder ich mir ausgeliehen habe oder wie auch immer oder gehört habe. Auf jeden Fall habe ich angefangen mit der Schwarzen Zauberin Chroniken, wenn die so heißt. Ich habe keine Ahnung von Lori Forrest. Genau, da habe ich den ersten Band gelesen. Die Folgebände sind, glaube ich, auch noch gar nicht erschienen werden, aber oder der zweite wird, glaube ich, nächstes Jahr erscheinen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ich mich jetzt irre, schreibt mir das in die Kommentare. Ich war sehr gespannt auf das Buch. Es hört sich sehr spannend an. Es ist ein High-Fantasy-Buch. Man muss es also mögen. Ich habe davor jetzt noch nie so ein krasses High-Fantasy-Buch gelesen. Es kommen unglaublich viele
Wesen darin vor, mit denen ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt habe. Ich glaube, die meisten kennt man so auch gar nicht. Ja, ich war auf jeden Fall sehr gespannt einfach. Der erste Band war auch gut. Er hat, glaube ich, 3 Sterne von mir bekommen, weil es einfach irgendwie so eine Einführung in die Geschichte war und man die ganzen Charaktere kennengelernt hat und die ganzen Wesen auch einfach kennengelernt hat. Es hat mir gut gefallen, aber ich glaube, der zweite und der dritte Band, die können einfach noch ein bisschen mehr, weil man dann da mehr in die Geschichte reingehen kann, weil man eben die Charaktere schon kennt und die nicht wieder erklären muss und die Welt nicht erklären muss. Es ist halt immer so das kleine Problem bei High Fantasy. Aber grundsätzlich hat mir das Buch wirklich gut gefallen. Dann habe ich endlich mal mit der, wie heißt die, Romance Elements Reihe von Brittany C. Cherry angefangen. Da habe ich mit dem vierten Band angefangen, weil man die einfach unabhängig voneinander lesen kann. Ich wollte aber schon lange mal ein Buch davon lesen. Ich habe jetzt mit dem vierten Band angefangen, weil ich das, glaube ich, bei Netgalley als Rezensionsexemplar angefragt habe und bestätigt bekommen habe. Und die Chance habe ich einfach genutzt. Es ist ein Buch gewesen, das mir unglaublich gut gefallen hat. Dementsprechend werde ich auf jeden Fall auch die anderen 3 Teile lesen. Es ist eine lockere, aber auch emotionale Geschichte, die mich sehr mitgenommen hat, die mich fesseln konnte, die einfach spannend und interessant war, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es schwärmen ja auch sehr viele von dieser Reihe einfach. Da ist auf jeden Fall was dran. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Schaut doch einfach mal euch den ersten Band an oder lest eine Leseprobe von irgendeinem Buch, einem Buch der Reihe, was euch interessiert von der Thematik her. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich als Hörbuch gehört, den ersten Band der Reihe, Die Farben des Blutes von Victoria Aveyard. Genau, das war die Rote Königin. Das ist der erste Band. Die nächsten Bände habe ich noch nicht hier, habe ich auch noch nicht gelesen oder gehört oder wer auch immer in die Richtung. Ja, habe ich gehört, hat mir gut gefallen. Ich hatte anfangs ein paar Probleme, in die Geschichte reinzukommen. Als ich dann aber drin war, hat es mir sehr gut gefallen. Es gab ein paar Wendungen, mit denen ich jetzt nicht ganz so arg gerechnet habe, aber mir sie schon so ein bisschen gedacht habe. Konnte mich auf jeden Fall gut unterhalten. Es war ein schönes Fantasy-Buch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen. Ich hoffe, die nächsten Bände sind genauso gut. Ich glaube, der zweite Band ist nicht ganz so gut bewertet momentan, so was man hört. Glaube ich zumindest. Ich könnte mich auch täuschen. Es sind ja unglaublich dicke Bücher, deswegen werde ich mal gucken, wie ich das mache, ob ich mir die vielleicht irgendwie in der Bibliothek ausleihe oder so. Ich werde es einfach mal schauen. Kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich endlich mal mit Scythe von Neil Schusterman angefangen. Der erste Band heißt Die Hülle des Todes. Der dritte Band ist auch noch da nicht erschienen. Deswegen habe ich mir mit dem Buch sehr viel Zeit gelassen, aber ich war sehr neugierig darauf und wollte unbedingt auch die Geschichte erfahren, weil so sehr davon geschwärmt wird. Und ich habe es dann eben, ich glaube, bei einer Sublosung gezogen und habe es dann als Hörbuch gehört, was mir auch unglaublich gut gefallen hat. Es war sehr gut gemacht, denn am Ende jedes Kapitels gibt es einen Abschnitt aus einem Tagebuch eines Scythe und der wird eben von unterschiedlichen Menschen gesprochen. Also es gibt auch unterschiedliche Scythe, die am Ende diesen Abschnitt haben. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte, ja, es hat sich einfach nochmal vom kompletten Text abgehoben. Man konnte, ja, es war einfach gut. Ich weiß nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Es gab ein paar Dinge, die mich ein bisschen gestört haben. Deswegen 4 Sterne, aber grundsätzlich eine sehr guter Reihenstart. Mehr habe ich noch nicht gelesen oder gehört. Deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Aber ich freue mich auf die nächsten 2 Bände. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Dann habe ich bei meiner Bibliothek ein Buch ausgeliehen, als unter Hörbuch gehört, weil es auch nur 6 Lesestunden hat, glaube ich, und zwar Royal. Also den ersten Band von Valentina Fast, keine Ahnung. Ja, hat mir gut gefallen, war eine lockere Geschichte, kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel weiß, obwohl ich sie erst im Dezember gehört habe. Ist ganz nett für zwischendurch zur Unterhaltung, aber ist jetzt für mich kein Muss, weil ich, wie gesagt, ehrlich gesagt vom Inhalt gar nicht mehr so viel Ahnung habe. Ja, deswegen kann ich dazu auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel sagen. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Die nächste Reihe, die ich angefangen habe, war die Bourbon Trilogie, glaube ich. Die habe ich zufälligerweise in der Bibliothek gefunden und mir den ersten Band einfach mitgenommen, weil sehr viele von dem Buch schwärmt haben. Geschrieben übrigens von J.R. Ward. Hat mir auch ganz gut gefallen. Es gab ein paar Dinge, die mich gestört haben, aber das habe ich bei New Adult, wenn es New Adult ist, ich habe keine Ahnung, bei Liebesromanen öfter mal, dass mich da ein paar Dinge einfach stören. Aber es ist ein gutes 4-Sterne-Buch, was mich gut unterhalten konnte.
Und die letzte Reihe, die ich im September angefangen habe, war die San Francisco Hearts. Das war mein erstes Buch, was ich auf BookBeat gehört habe, was ja einfach eine lockere Geschichte war, sehr schnell zu gehört war, die mir gut gefallen hat, geschrieben von Piper Ryan. Das ist, glaube ich, auch ein Autorenduo, wenn ich mich nicht täusche. Ein Erotikroman, würde ich sagen. Es war sehr unterhaltsam, es war sehr, sehr lustig, sehr humorvoll. Ich hatte sehr viel Spaß beim Hören. Und ich glaube, die nächsten zwei Bände, das ist, glaube ich, nämlich eine Trilogie, werde ich auch definitiv hören, weil es einfach unglaublich lustig war. Es war auch sehr gut gesprochen. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Hören einfach. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Insgesamt haben wir jetzt noch drei Reihen, die ich euch vorstellen würde. Und zwar habe ich im Oktober mit der Percy Jackson-Reihe angefangen. Die habe ich auch gehört, lässt sich auch sehr schnell lesen. Da habe ich den ersten und den zweiten Band gehört. Die habe ich beide auch schon als Buch, als Film gesehen, deswegen wusste ich, wie die Geschichte ungefähr ganz grob ist. Hörbuch ist auch ganz nett, hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß bei und man konnte, wie gesagt, auch sehr schnell das Buch einfach hören, weil es nicht lang war. Ich habe mir von dieser gehypten Reihe oder auch von Rick Riordan ein bisschen mehr erhofft. Ich wurde ein bisschen enttäuscht. Es war jetzt nicht so, dass mir das nicht gefallen hat, aber es war irgendwie. Ich habe noch ein bisschen mehr erhofft einfach. Und mehr möchte ich zu der Reihe, glaube ich, einfach gar nicht sagen. Ich werde, glaube ich, einfach mit den nächsten Büchern dann weitermachen der Reihe. Und vielleicht ist das dann ein bisschen mehr was für mich, weil ich die Geschichte noch nicht kenne. Ich werde es einfach herausfinden. Und dann habe ich im Oktober noch angefangen mit der Never-Serie. Das ist jetzt Band 1. Band 2 habe ich auch schon hier allerdings noch nicht gelesen. Werde ich aber auf jeden Fall im Dezember machen. Eine sehr spannende Reihe eigentlich. Ich glaube, es wird nur eine Dilogie. Zumindest sind bisher nur zwei Bücher veröffentlicht, auch auf Englisch, glaube ich. Zumindest habe ich bisher noch nicht mehr gefunden. Ja, eigentlich eine ganz interessante Geschichte vom Klappentext her. Ich war sehr gespannt darauf, wie die Autorin das umgesetzt hat. Ist übrigens von Monica Murphy, von der ich noch nichts gelesen habe. Ich wurde aber enttäuscht. Mehr möchte ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ich kann die Reihe jetzt nicht so sehr empfehlen. Außerdem ist hier eine Triggerwarnung drin, allerdings am Ende des Buches, was ich sehr misslungen finde. Die gehört für mich an den Anfang des Buches, wenn man das Buch aufschlägt und durch die Seiten geht, dass man direkt darauf stößt und nicht erst am Ende. Dann verfehlt irgendwie den Sinn für mich, weil ich fange ja nicht von hinten an zu lesen, sondern von vorne. Kann ich nicht so empfehlen, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Muss aber auch jeder für sich selbst entscheiden. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Reihe, die ich angefangen habe. Und zwar ist es die Prinzessin Undercover-Reihe. Ich weiß nicht, wie viele Bücher da erscheinen werden. Auf jeden Fall zwei. Vielleicht ist es eine Dilogie, vielleicht ist es auch eine Trilogie, vielleicht werden auch noch mehr erscheinen. Ich kann es nicht sagen. Es ist geschrieben von Connie Klin. Eine super süße Geschichte um Lottie Pumpkin, mit der ich aktuell sehr viel Spaß habe. Ich habe das Buch, wie gesagt, noch nicht fertig gelesen, aber ich habe es angefangen und bin fast fertig. Eine sehr süße Geschichte, eine Prinzessinnengeschichte für ja auf jeden Fall jüngere Leser. Ich glaube, die Protagonistin Lottie Pumpkin ist 14. Sehr süß auf jeden Fall. Ich habe ja, es macht einfach Spaß zu lesen, immer so ein bisschen was Lockeres, sehr Leichtes zu lesen. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts daran auszusetzen, weil es mich einfach unglaublich gut unterhält und ja, mir schöne Lesestunden bereitet. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich das Video, weil es ist schon lang genug geworden. 21 Reihen muss ich ja auch irgendwie vorstellen und ich möchte auch ein bisschen was zu jeder Reihe irgendwie sagen. Auch wenn es jetzt nicht viel war, die Bücher sind alle, wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Zumindest die ersten Bände sind in der Infobox verlinkt. Wenn ihr den ersten Band schon gelesen habt, müsst ihr da natürlich nicht draufklicken, dann kennt ihr den Inhalt ja schon. Aber für diejenigen, die die Bücher oder die Reihen noch nicht kennen, sind die ersten Bücher verlinkt. Könnt ihr euch den Klappentext einfach durchlesen, weil das hätte nämlich das Video definitiv gesprengt. Und ich würde sagen, dann beende ich das Ganze an der Stelle. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.